Okay. 3, 2, 1, go! Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück bei eurem Lieblings-YouTube-Kanal, Straßenstars. Wir sind heute wieder mal heimisch unterwegs, wie man es vielleicht unschwer erkennen kann. Heimfelder Markt vorm Kiosk. Wir haben da einen recht interessanten Herrn getroffen, der Lust hat, ein bisschen was vor der Kamera zu sagen und über seine Ecke hier vor allen Dingen was zu repräsentieren. Nun ja, wie dem auch sei, wie gesagt, von der Belohnung wird nichts gesagt. Auf jeden Fall, stellen Sie sich erstmal vor. Ja, boah, ich bin Paddy. Boah, ich wohne hier auf der Ecke. Stammgast im Heilfelder Berg. Heilfelder Markt, meine ich. Berg auch. Der Berg ist nebenan, kann man auch mal zeigen. Da drüben ist der Berg. Muss da rüberfinden. Stammkneipe. Hören wir gleich zu. Ja. Möchtest du also anscheinend, also du bist häufiger drüben, wie man schon sieht, in der Kneipe als hier im Kiosk tatsächlich. Was fände ich denn durch Zufall jetzt gerade? Ja, durch Corona bin ich jetzt mehr hier als da. Ja klar, drüben ist ja auch gar nicht geöffnet momentan. Ne? Deswegen. Aber die bauen auch gerade um, das wird auch noch eine Weile dauern, aber ich denke mal, das wird richtig schick. Ja? Ja, das wird. Sehr schön, sehr schön. Na gut, aber dennoch geht es heute eigentlich um den Markt in erster Linie. Und deswegen frage ich einfach mal, was ist dein Lieblingsprodukt hier aus diesem Markt? Mein Lieblingsprodukt? Wodka Gorbatschow. Okay, und da einfach so nur Wodka Gorbatschow pur oder? Alles Mögliche, alles was man zum Leben braucht. Definitiv. Gibt das hier alles? Hat er eigentlich alles, was man braucht? Also man braucht gar nicht mehr eigentlich den Supermarkt. Wirklich. Also Feiertage ist immer Rettung. Cool. Wusste ich auch noch nicht, gucken wir nachher mal rein, was es denn so alles im Sortiment gibt. Also von Zahnpasta bis Zahnbürste oder Frauenhütten und Klopapier bis Lebensmittel aller Art, alles war gut ausgestattet. Okay, sehr gut. Oh, Entschuldigung, mein Hund ist gerade hier im Weg. Komm mal rüber. Der hat gerade die Straße blockiert. Okay, komm mal hier, setz dich mal hin. Die drehen gerade, du musst aufpassen jetzt. Sitz. Sehr gut. So ist es fein. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wie lange existiert der Markt hier schon? Weißt du irgendwer? Als ich hierher gezogen bin, war der Vorbesitzer drin und der hat das dann verkauft vor ca. 12 Jahren. Und da war Tani drin, der hat mit seiner Frau das aufgebaut, hat das wiederverkauft und jetzt sind zwei Brüder drin seit 10 Jahren oder 11 Jahren. Ja. Nette Leute, ja? Genau. Immer sympathisch. Und vorher war er auch noch im Kiosk drüben gewesen, wo jetzt eine Kneipe ist. Das war früher auch ein Kiosk. Und die haben sich dann zusammengetan. Ah, okay. Gut. Dann sagen wir mal, neben dem Kiosk hier, sage ich mal so, hast du eben schon angesprochen gehabt, sieht man in Heimfelder Bergkneipe. Ja. Wollen wir da mal kurz drüber vorgehen? Einfach mal. Ja, dann gehen wir da drüber zur Bergkneipe. Gemacht, damit man dann nicht gucken kann, was raus wird. Die alten Sofas, einige Schlafmomente drauf und noch. Ja, die sehen gut aus. Die haben gut was erlebt auch schon. Ja. Mal gucken, was da Neues raus wird. Ist schon bekannt, wann aufgemacht werden soll? Wahrscheinlich noch nicht. Kann schon eine Weile dauern. Also die sind noch nicht die schnellsten. Okay. Und daneben gibt es auch direkt den Bergimbiss. Gehört das alles denselben Leuten, alles irgendwie mit Berg oder ist das Zufall? Das ist Zufall. Aber der Urbesitzer ist derselbe. Okay. Aber der hat das abgegeben. Also der Kiosk gemacht hat und später dann die Kneipe und dann den Imbiss gemacht. Und die anderen beiden hat er halt verpasst. Aha. Aber irgendwie ist trotzdem seine Finger mit drin. Okay. Ja, hängt alles zusammen. Alles im. Hier kennt man sich halt in dem. Man kennt sich und man hält zusammen mit anscheinend aus. Genau. Ja, so ist es am besten. Das finde ich das Schöne hier an der Gegend. Das haben wir schon in unserem letzten Beitrag gehört hier über Heimfeld. Dass der Zusammenhalt hier einfach sehr gut ist. Also am Schwarzenberg war das vorne an dem Platz. Bei der Gruppe. Da haben alle das jetzt durchweg dasselbe gesagt. Das ist hier wohl das Markenzeichen in Heimfeld. Man kennt sich, man hilft einander, man unterstützt sich. Das finde ich wirklich sehr schön. Eine Hand wäscht die andere. Ja. Und beide das Gefühl. Ja. Gut, das war es im Prinzip dann auch schon hier von dieser Ecke heute, sage ich mal. Wir wollen das nicht zu lang werden, dass wir lassen das Video. Wir haben noch viele gute andere Ecken in Heimfeld, viele andere Straßenstars. Und wie immer gehört jetzt das letzte Wort unserem Straßenstar. Ja, liebe Leute, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und wenn ihr Bock habt, kommt nach Heimfeld, immer sehenswert.